habe es halt stehen gehört. Ja. Meine Damen und Herren, ich darf Sie und die Vertreter der Presse recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz beim ersten Heimspiel in der Regionalliga Südwest zwischen dem SC Pfullendorf und der VfR Wormatia Worms. Endstand 1:2. Ein besonderer Willkommensgruß gilt zu meiner rechten Seite dem Gästetrainer Herrn Stefan Emmerling und darf ihn auch bitten, sein Statement zum Spiel abzugeben. Ja, wir sind natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir die ersten 3 Punkte einfahren konnten nach den 3 Auftaktniederlagen. Ich habe der Mannschaft gesagt, diese Punkte, die bekommt man nicht geschenkt, die muss man sich hart erarbeiten. Wir haben gerade in dem Heimspiel gegen Trier schon sehr viel Aufwand betrieben, haben uns aber dann durch den Fehler zum 2:1 selbst bestraft. Wollten natürlich heute unbedingt in Führung gehen, das ist uns gelungen. Und in der Liga ist es dann auch so, dass man dann aus einer Kompaktheit heraus sein Spiel fortführen kann und durch diesen frühen 2:0-Treffer dann kurz nach der Halbzeit haben wir natürlich einen Grundstein gelegt, um dieses Spiel gewinnen zu können. Klar war natürlich dann auch, dass Pfullendorf dann nochmal die zweite Luft bekam, auf diesen Anschlusstreffer gedrängt hat, den auch dann erzielt hat und dann standen wir natürlich unter Dauerdruck. Da hat man natürlich auch gemerkt, dass gerade die Spieler, die jetzt aus einer Verletzung zurückkommen, dass die natürlich noch nicht 90 Minuten dieses Tempo gehen können, aber wir haben uns mit Mann und Maus gegen dieses 2:2 noch gewehrt und haben letztendlich, ich glaube auch aufgrund der besseren Torschancen, das Spiel dann auch gewonnen. Danke. Vielen Dank, Herr Emmerling. Adnan Siavic, bitte. Gut, über die erste Halbzeit, denke ich, brauche ich nicht so viel zu sagen. Da haben wir nicht stattgefunden in allen Bereichen. Wir haben eigentlich erst angefangen, oder wir haben eigentlich erst das umgesetzt, was ich mir vorgestellt habe, wo es im Abstiegskampf auch darum geht, nach dem 2:0. Aber da war leider das Spiel eigentlich schon entschieden. Wir haben zwar den Anschlusstreffer noch geschafft, haben zwar noch alles probiert, aber es war dann viel Stückwerk, war dann auch schwierig auf den Platzverhältnissen, sage ich mal. Waren heute einfach auch unkonzentriert. Ja, die Spannung hat ein bisschen gefehlt, unerklärlicherweise. Wie gesagt, mit Kämpfen und Laufen haben wir eigentlich erst angefangen nach dem 2:0. Aber da war das Spiel schon erledigt. Und so wird es natürlich schwer für uns. Wir müssen natürlich schauen. Das war ab der ersten Minute einfach. Präsent sind, Präsenz zeigen und das ist uns heute nicht gelungen. Darum ist Worms, denke ich, verdient auch als Sieger vom Platz gegangen. Danke. Ja, danke, Adnan. Fragen von der Presse? Kleiner Augenblick bitte, ich reiche dir das Mikrofon, Olli, weil. Okay, ich übersetze es. Wäre eine zweite Spitze keine Option gewesen, Adnan, zur zweiten Halbzeit. Du hast den Gabriel runtergenommen, was hat er gebracht? Lieber Adnan, wäre die zweite Spitze in der zweiten Halbzeit keine Option gewesen? Du hast den Gabriel runtergenommen und den Silvio Battaglia gebracht? Ich habe eigentlich schon vorgehabt, mit Frank Stark die zweite Spitze zu bringen. Wir haben aber dann den Anschlusstreffer gemacht, haben dann schon auch Druck ausgeübt letztendlich. Sind besser ins Spiel gekommen, haben einfach wir waren einfach auch dann bereit zu fighten. Im Nachhinein kann man schon sagen, hätte man vielleicht machen können, ja, aber hinterher bin ich jetzt auch schlauer. Danke. Weitere Fragen? Herr Witt? Ja, also ich würde schon gerne wissen, wie man sich das erklärt, dass so eine erste Halbzeit passiert, in der Mannschaft überhaupt nicht in den Tritt kommt und letztendlich dem Gegner solche Optionen bietet. Ich meine, die Mannschaft weiß ja auch, um was es geht. Der Witt wird sich wünschen, dass der Adnan signalisiert, wie es zustande kommen kann. Ich finde, meine Aufgabe wird hervorragend, muss ich ehrlich sagen. Wie das zustande kommen kann, dass man in der ersten Halbzeit so auftritt, dem Gegner so viel Raum und Platz schenkt, dass er überhaupt so in den Tritt kommen kann im Abstiegskampf.
Ja, schwer zu sagen. Das kann ich so direkt natürlich auch nicht beantworten. Ich denke, die Jungs haben schon gebrannt und haben sich alles vorgenommen für dieses Spiel, zumindest mal vorm Spiel. Ja, kann natürlich schon auch sein, dass man dadurch auch ein bisschen verkrampft dann, wenn man zu viel will, die Beine auf einmal schwer werden, ja, die ersten Aktionen einfach nicht da sind, die ersten Zweikämpfe kommt man einfach nicht rein, gewinnt man nicht für sich, dann ist es so, dass wir ja, einfach unkonzentriert waren, wenn wir die Pässe gespielt haben, und so kam ein ums andere, ja, so dass wir, ja, wie gesagt, einfach so ein bisschen vielleicht auch nachher den Mut verloren haben, ja, unsere eigenen Stärken einfach hier auszuspielen. Danke, Adnan. Weitere Fragen? Dem ist nicht so. Ja, dann wünsche ich Ihnen, Herr Emmerling, und Ihrer Mannschaft eine gute Heimreise und ein schönes Restwochenende. Bei Ihnen möchte ich mich auch recht herzlich begrüßen für Ihren Besuch heute in der Gebrit Arena. Würde mich freuen, Sie wieder am Dienstag, kommenden Dienstag, den 19. März, hier gegen den 1. FC Eschborn zu begrüßen. Anpfiff ist dann um 19 Uhr. Ihnen auch noch gleich einen guten Appetit und ein schönes Restwochenende. Vielen Dank.